Hallo alle Freunde, heute werden wir über ein neues Projekt von Google sprechen. Wir werden über das neue Chrome Flex OS sprechen. Sein Hauptziel ist es, Windows zumindest teilweise zu ersetzen. Es ist für die alte und nicht die effizienteste Hardware gemacht, so erwarten Sie keine Wunder. Was die Hardware-Anforderungen anbelangt, so ist für einen stabilen Betrieb eine 64-Bit GPU von HDMI oder Intel, 4 GB RAM sowie 16 GB freier Speicherplatz auf einem USB-Laufwerk erforderlich. Zur Installation des neuen Betriebssystems auf dem Gerät wird außerdem ein USB-Stick mit mindestens 8 GB freiem Speicherplatz benötigt. Und so beginnen wir. Zuerst müssen wir Chromebook Recovery Utility installieren, eine Chrome-Erweiterung, die Chrome OS Flex auf einem USB-Stick installiert. Öffnen Sie Chrome, klicken Sie auf die Links, ich lasse alle Links unterhalb des Videos. Installieren Sie die Chrome-Erweiterung und klicken Sie auf Zu Chrome hinzufügen. Installieren Sie dann die Erweiterung. Öffnen Sie dann das Chromebook Recovery Utility, schließen Sie das USB-Laufwerk an, klicken Sie auf Start. Auf der nächsten Seite klicken Sie auf Wählen Sie ein Modell auf der Liste. Wählen Sie im Drop-Down-Menü Google Chrome OS Flex aus. Wählen Sie im nächsten Punkt den gleichen Punkt aus. Geben Sie das Flash-Laufwerk an. Klicken Sie auf Weiter. Klicken Sie schließlich auf Jetzt erstellen. Der Vorgang dauert je nach Installationsgeschwindigkeit zwischen 10 und 15 Minuten. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, starten Sie Ihren Computer neu und rufen Sie das BIOS auf. Wie man in das BIOS gelangt, zeige ich am Beispiel einer gängigen Version BIOS. Sie können dies mit einer Tastenkombination tun, mit dem Herstellen des Motherboards entspricht. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem vor der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Suchen Sie im BIOS nach dem Menü für die Starteinstellungen, normalerweise Boot oder Startup. Navigieren Sie zur Registerkarte. Im Menü Boot Priority ändern Sie die Boot-Reifenfolge. Sie können dies mit dem Auf-Ab-Pfeiltasten tun. Setzen Sie das Flash-Laufwerk an den Eingang der Liste. Nachdem Sie die Boot-Priorität eingestellt haben, drücken Sie F10. Nach dem Neustart des PKs erscheint der Bildschirm Willkommen beim GoTrady 2.0. Gehen Sie die Sprache der Schnittstelle an. Klicken Sie auf OK. Klicken Sie dann auf Start. In diesem Stadium können wir wählen, ob wir Chrome Disk installieren oder von einem USB-Flash-Laufwerk ausführen möchten. Ich würde empfehlen, das Programm von einem USB-Stick aus zu starten, aber wenn Sie es installieren wollen, folgen Sie den Anweisungen. Klicken Sie auf Weiter. Es sagt uns, dass die Installation von GloobTrady alle Daten löschen wird. Klicken Sie auf Installieren. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist. Wenn die Installation abgeschlossen ist, erinnert Sie das Installationsprogramm daran, das USB-Flash-Laufwerk zu entfernen. Stellen Sie nach dem Neustart eine Verbindung zum Internet her. Klicken Sie dann auf Weiter. Akzeptieren Sie die Vereinbarungen. Prüfen Sie auf Aktualisierungen. Wählen Sie, wer das Gerät benutzen soll. Melden Sie sich dann bei Ihrem Google-Konto an. Sie werden dann aufgefordert, das Gerät zu synchronisieren. Sie können auch Google Assistant aktivieren.
oder schließen Sie Ihr Telefon an, um Ihre Passwortkontakte mit Google zu synchronisieren. Sie werden dann zum Desktop weitergeleitet. In der rechten unteren Ecke des Bildschirms befindet sich das bekannte Bedienfeld. Wenn Sie mit der Maus darauf klicken, öffnen sich die Schnittstelle mit verschiedenen Elementen wie Bluetooth, LAN, Benachrichtigungen, E-Bildschirm, Auszeichnung, Nachtbildschirm und weitere Care-Funktionen. Die Benutzeroberfläche ist der Tablet sehr ähnlich. Wenn Sie möchten, können Sie die Schnittstelle komprimieren. In der Mitte des Fensters sehen Sie Symbole im Stil von Mac OS, die Sie genauso verhalten. Der Indikator unter den Symbolen zeigt an, dass die Anwendung aktiviert ist. Wenn eine Anwendung über Benachrichtigungen verfügt, erscheint ein Punkt auf dem Symbol, genau wie bei Android. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol klicken, erscheint ein Kontextmenü. In der linken Ecke des Bildschirms befindet sich eine Schaltfläche, die wie eine Startseite aussieht. Hier befinden sich auch die Suche und alle installierenden Anwendungen. Die Einstellungen sind sehr einfach. Internet, Bluetooth, Verbindungen zu Ihrem Telefonkonto, Änderungen des Hintergrundbildes auf dem Desktop. Es ist auch möglich, eine Linux-Entwicklungsumgebung zu aktivieren. Was die Anwendungen anbelangt, so handelt es sich erstens um Webanwendungen, deren Logik mir persönlich nicht klar ist. Einige Anwendungen werden in einem Browser geöffnet, andere in einem separaten Fenster. Was den Play Market betrifft, so gibt es noch keinen Play Market. Alle Anwendungen können nur im Home Shop heruntergeladen werden. Abschließend möchten wir sagen, dass Google bei der Entwicklung seines leitenden Betriebssystems und der Anpassung des Systems an alte Hardware von verschiedenen Herstellern großartige Arbeit geleistet hat. Das Projekt ist interessant und die Möglichkeit, Chrome OS auf jedem Computer zu installieren, ist wirklich schon. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Während Sie sich das Video auf diesem Kanal ansehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombenangriffe der Russischen Föderation. Das wahnsinnige Putin-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Unterstützen Sie die ukrainische Armee. Spenden Sie die Kosten für den Fond Komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.